Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil des C64 Specials. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ja, es ist Zeit für Tiger Mission und es ist das Intro, was jetzt nicht so spannend ist. Deswegen skippen wir das einfach mal und gucken jetzt einfach mal rein. Ihr habt das Ding ja schon mal gesehen, wo ich mich nicht unbedingt mit rumbekleckert habe. So, da ist es. Ich kann mal einfach die unglaublich geniale Musik mal laufen lassen. Eigentlich absolut das Herzstück dieses Games von 1987. Ich sag ja, Tiger Mission ist eigentlich ein Klon von Tiger Heli, ist aber aufgrund des Soundtracks so viel geiler. Aber ihr wollt ja sehen, wie ich zocke. Und mal gucken, ob einer den Gag rausfindet, was ich jetzt tue. So, das habt ihr ja schon gesehen. Das ist ein Anfang von Level 1. Ich glaube, es hat 4 Level. Ich guck mal einfach, wie schnell wir das hinkriegen. Für die Leute, die in der Serie ein bisschen was erwarten, ja, ich werde die Sachen runterarbeiten. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich immer mal machen wollte. Und es ist jetzt einfach mal Zeit, dass diese auch gemacht werden. Das hängt ein bisschen davon ab, was man machen darf und was man nicht machen darf. Ne? Ihr könnt euch denken, YouTube hat ja da ein paar Filter. Ja, wenn YouTube 1 hat, dann Filter und neue Designs. Bugfixes, ja. Haben sie nicht. Ja, kleine persönliche Kritik am Rande, aber so ist es normal. Das Spielprinzip in diesem Game, wer das tatsächlich nicht kennen sollte, ihr habt so einen Hubschrauber und, ja, überfallt Basen, sage ich mal einfach, und schießt eigentlich auf alles, was nicht bis 10, ja, auf dem Baum kann man nicht sagen, aber einfach nicht mehr da ist. Aber es lebt von seinem guten Soundtrack. Grafisch ist das Ding nicht mal wahnsinnig interessant. Da ist die NES-Version, also das echte Tiger Heli, besser. Aber soundtechnisch ist das so eine starke Version. Die ist besser als das Arcade. Also die ist besser als das Automaten-Original. Die Dänen haben so einen genialen Job gemacht mit dem Soundtrack. Da kann man sich heute noch einlegen. Der SID-Chip des C64 sowieso ohne Ende legendär. So, erste Special-Waffe. Raketen. Die Missiles haben die Fähigkeit, jetzt durchdringend zu sein. Das wird er gleich sehen. Das ist ganz nett. Ja, für die... Was erwartet ihr in dieser Serie? Ja, wie schon gesagt, ich kämpfe mich durch so ein paar Klassiker durch, die ich immer schon mal machen wollte. Und wo ich jetzt auch einfach mal das Gefühl habe, es ist einfach Zeit, die einfach euch mal zu zeigen. Deswegen, das kann teilweise ein Game sein, was länger ist. Vielleicht 3, 4, 5 Parts, vielleicht auch mal 10. Es kann aber auch sein, dass es Games sind, die man locker in 10 oder 15 Minuten mal eben durchspielt. Das Spiel ist ja auch nicht wirklich lange. So, bis jetzt sieht das noch alles sehr gut aus. Jetzt kann ich das mal mit den Raketen zeigen. Uäh! Geil, ne? So, das macht man natürlich eigentlich mit Feinden und nicht mit den Dächern. Falls das jemand kennt, ich schieße hier aber nicht auf meine eigenen Leute, ne? Ich meine, gut, ist mir egal, gibt Punkte. Ich sage mal so schön Arcade-Logik. Na, Treffer. Das Einzige, was an diesem Spiel ein bisschen nervig ist, das habt ihr ja vielleicht noch aus dem ursprünglichen Let's Show, sage ich mal, einfach gesehen. Man fängt tatsächlich wieder von vorne an. Ja, es gibt hier also, glaube ich, es gibt Checkpoints, aber die sind so unglaublich wenig gesetzt, dass das eigentlich uninteressant ist. Da man ja hier auch nicht x-tausend Special-Waffen sammeln kann und sammeln muss, ist das eigentlich vollkommen unsinnig, wo man ja wieder respawnt. Es gibt ja Games aus dem Shoot-'n'-Up-Genre, wo es dann ja relativ interessant ist, dass man von Anfang an... Ich kann mal kurz... Ne, kann ich nicht. Da hätte ich zeigen können, da kann man drauf schießen, bis man lustig ist. Da passiert nichts. Deswegen macht das besser nicht. Aber sonst genießt einfach den Soundtrack, genießt einfach ein unglaublich, ja, ich würde sagen, heute sehr überschaubares Gameplay. Aber es ist trotzdem ein absoluter Klassiker. Also ich habe das Ding tatsächlich im Automaten, im Spielhallen wirklich gezockt, am Automaten. Aber diese Version ist mir einfach in Erinnerung geblieben aufgrund des unglaublich geilen Soundtracks. Und es gibt so viele Leute, die das Game gar nicht mehr kennen. Verstehe das nicht. Oh, wir haben schon Level 1. Ja, das geht schnell. So, jetzt können wir nämlich auch noch landen. Jetzt müssen wir nämlich genau
entsprechend des Schattens. Das kann ich natürlich wieder super. So, gelandet. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Bonuspunkte gibt, wenn man das zeitig macht. Ich glaube, läuft hier außer ein Timer oder so, aber... Oh, schön. Ach stimmt, ich habe gar keine Bombe benutzt. Kann ich euch gleich auch mal zeigen. Wobei, Smart Bombs, ich glaube, die habt ihr auch schon aus Shoot'em'ups gesehen. Die machen hier genauso. So, das ist ein tolles Geräusch, ne? Ich weiß nicht, was das soll, aber... Ohrenfreundlich ist was anderes. So, Level 2! Ja, so schnell geht das. Und diesmal, ich will es noch nicht verraten, aber die Leute kennen mich ja schon. Ich habe es mir ja ein bisschen mit dem Spiel einfacher gemacht. Einfach um euch sozusagen das Ding mal durchzuzocken, weil ich vermeide in dieser Serie, das kann ich auch schon mal wegmachen, die übermäßige Benutzung von Save States. Das macht einfach nicht viel her. Und ihr seht ja, bis jetzt ist ja auch alles gut gelaufen. Und ich würde es auch normal zocken, wenn man eben vernünftige Respawn-Punkte hat. Die hat man hier nun mal leider nicht. Deswegen, aber bis jetzt konntet ihr den Gag noch gar nicht sehen. Was ist das? Ah, da gibt es noch eine weitere Bombe. Ja, dann kann ich euch vielleicht doch mal eine Bombe zeigen. So, das ist nicht so wirklich spektakulär. Die Bombe schießt ihr mit Space ab. Der C64 hat eben nur einen Feuerknopf. Daher natürlich auch nur der zweite Feuerknopf auf der Tastatur zu finden. Aber gut, ich denke, die lange Taste dazu betätigen, das schafft man. So, jetzt gucken wir uns mal an. Das ist jetzt ein bisschen mehr... ich glaube, jetzt habt ihr es gesehen. Ja, das ist ein Invincible Sheet. Ich weiß, ich bin ein dämlicher Cheater, aber ich glaube, man kann trotzdem das Spiel relativ einfach genießen. Es ist für mich einfach einfacher, dass ich dann auf solche Save States und so einen Quatsch verzichten kann. Ich möchte euch das nicht antun. Es wird später Spiele geben, die ich ganz normal zocke, da könnte man davon ausgehen. So, jetzt habe ich Turbo. Oder Turbo. Ja, keine Anspielung auf Ralf Reichts, wer den Film gesehen hat. Nein, der geht jetzt nicht Turbo. Sondern das ist wirklich, wie man sieht, man ist einfach schneller. Und unten sieht man auch, wie lange man das noch hat. Es gibt viele Games auf dem C64, wer das nicht kennt, die schon mit Trainern kommen. Das war also keine Seltenheit, dass die also schon getrained waren. Oder ich sage mal, der Öffentlichkeit publik gemacht, getrained. Natürlich vom Hersteller waren die nicht getrained. Aber ich sage mal so, wer die Zeit damals miterlebt hat, der wird, glaube ich, zustimmen, dass die Anzahl der Originale war doch recht gering, was man hatte. Ich glaube, ich habe jetzt mehr Originale, als ich es damals hatte. Um ehrlich zu sein. Und ich habe heute nicht mal sensationell viel. Aber das hat, glaube ich, auch den Reiz dieser Zeit ausgemacht. Ich glaube, man hatte ungefähr alles. Also wenn ich so heute Geschichten höre... Wow. Na komm, kriegen wir das richtig hin? Es hätte sogar richtig geklappt. Hier zum Beispiel kann ich zeigen, da schießt man ein bisschen dagegen und es bringt nichts. Das sind auch Wesen, ich weiß nicht aus welchem Universum die kommen, aber Berührung ist tödlich. Ja, das war damals so. Das heißt, man hat dann tonnenweise Disketten von Freunden und so bekommen. Damals hatten wir noch nicht das Internet. Das heißt, man musste die wirklich noch in real tauschen. Aber ich kann nur sagen, auch heute, für die Leute, die immer noch total schockiert sind, ich hatte die Indexliste rauf und runter. Ich hatte sie wirklich komplett. Ich musste nicht mal großartig mich anstrengen. Ich weiß noch, mein letztes Spiel war übrigens Party Girls, falls es jemand interessiert. Das war dann, um die Liste permanent komplett zu machen. Ja, das sagt eine Menge über mich aus, glaube ich, aber das soll mir keiner erzählen, der die Zeit erlebt hat, der das nicht genauso gemacht hat. Deswegen, wir kannten alles und ich kann es auch heute noch immer nur sagen, es gab viel Geniales, wirklich Geniales, es gab aber auch wirklich bodenlose Scheiße. Da muss ich mal gucken, ob ich euch die auch mal zeige. So, jetzt haben wir Halbzeit. Wisst ihr was? Dann sind wir genau... bei 10 Minuten. Ich setze mir einen kurzen kleinen Cut. Wir sehen uns sofort instant wieder.